Hallo meine Sunshinies, lang ist es her und heute habe ich einen Vlog für euch. Wir sind gerade in der, ihr wisst schon, Krise. Ich habe gehört, wenn ich das irgendwie ausspreche, werde ich demonetized und ja, das wollen wir natürlich alle nicht. Und ja, ich weiß so nicht wirklich, was ich machen soll. Das heißt, es wird gevloggt und ich versuche irgendwas Produktives aus meiner Zeit zu machen. Ich gehe mich jetzt duschen, dann mache ich mich fertig und dann gehe ich ein bisschen einkaufen. Ich werde versuchen, asiatisch einzukaufen beim Go Asia bei uns bei der Lorenzkirche. Vielleicht kaufe ich mir nice Sachen und dann kann ich vielleicht ein Rezeptvideo machen oder so mit asiatischem Essen. Und dann vielleicht noch beim Marktkauf bei mir um die Ecke. Let's see. So, die wichtige Frage ist natürlich, wieso schminke ich mich, wenn ich nur einkaufen gehe? Das Ding bei mir ist, ich kann halt nicht schlafen, wenn ich nicht irgendwie produktiv gewesen bin oder irgendwas gemacht habe oder zumindest Sport gemacht habe. Und so trickse ich mich selber ein bisschen aus. Ich mache mich halt hübsch oder schminke mich einfach um das Gefühl zu haben, dass ich halt irgendwas gemacht habe, damit ich irgendwie ein Gefühl von Produktivität habe. Und es ist mir ja auch egal, ob mich jemand sieht, wer mich sieht. Ob mich überhaupt jemand anschaut, ist mir total egal. Ich mache es halt für mich, damit ich halt irgendwie das Gefühl habe, irgendwas heute erreicht zu haben. Es ist halt auch echt komisch, niemanden auf der Straße zu sehen. Also Autos echt wenige, kaum Fußgänger, schon wenig los. Aber es ist echt geiles Wetter, 18 Grad, holy moly, das ist schon fast zu warm für mich. Ich bin ja Warmblütler und ich liebe den Winter. So perfekt sind meine hier, keine Ahnung, 15 Grad oder so. Ich habe voll Bock auf so Tapioca-Perlen. Ich denke mal, die Bubble Tea-Geschäfte haben halt zu. Deswegen wäre eine gute Option. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich hier drin überhaupt filmen darf. Deswegen packe ich jetzt mein Handy aus, weil es weniger auffällig ist. Und ich glaube, ich kaufe mir so frischen Tofu, weil wir haben daheim ein bisschen Sojapaste. Und generell wäre das schon echt nicht schlecht. Tofu ist ja auch ziemlich gesund. Diese Seetang-Snacks sind echt, echt mega nice. Ich will für Clara welche mitnehmen. Muss ich jetzt schauen, ob da Zucker drin ist. Da ist Zucker drin. Da ist Sojasauce, ne? Seaweed, Palm Oil, Soy Sauce, Powder, Salt. Ah, cool, okay. Und das ist das gleiche wie hier. Für mich auch noch ein Snack. So Fisch-Snack-mäßig. Oh, die sind halt scharf. Und ich. Wir haben nicht so viele Kalorien, das ist auch nicht schlecht. Und gut für K-Dramas und Snacken. So, Einkauf, mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe ein paar Sachen, die gleich in den Kühlschrank müssen, die sind ins Gefrierfach. Dann fahre ich jetzt mal nach Hause, tue die Sachen abdingsen. Und dann gehe ich noch in den Lidl, kaufe frisches Obst und Gemüse, so normales Zeug. Aber da werde ich euch wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil es nicht nötig. Und dann Mittagessen und dann Job. Wahrscheinlich, ja. Ein paar Sachen habe ich euch nicht gezeigt. Diese jetzt, die habe ich auch noch gekauft. Alter, ich liebe Sesame Buns. Also diese Sesampaste ist so geil. Und ja, die habe ich mir gegönnt. Und oh mein Gott, einen K-Drama, den ihr euch anschauen müsst, ist Crash Landing on You. Den gibt es auf Netflix. Gott, der ist so toll und gut aussehende Schauspieler. Und Clara und ich, wir haben den uns durchgesuchtet, mehr oder weniger. So jeden Tag ein paar Folgen halt. Eine Folge dauert 1,5 Stunden. Die letzte dauert fast 2 Stunden. Und auf jeden Fall eignet es sich sehr jetzt sehr gut zur Selbstisolation daheim. Kann man sich das anschauen. Und echt guter K-Drama. Feiere ich voll. Sehr zu empfehlen. Also ich bin dann doch direkt zum Lidl gegangen. Und Alter, ist es schwer. 3 Wasserflaschen, jeweils 2 Liter und dann noch ganzes Essen. Uah. Schulter-Rücken-Workout, Arme-Workout. So, jetzt gehe ich nach Hause, mache mir was zu essen und dann Sport machen. Also meine lieben Friends, ich weiß nicht wieso, aber meine Kamera spackt rum. Das ist jetzt natürlich doof.
Deswegen filme ich jetzt mit meinem Handy weiter. Pak Choi, italienische Haselnüsse, 2 Avocados, Bio-Eier, das Zeug vom Asiamarkt kennt ihr schon, Gnocchi, Sojamilch, bunten Blumenkohl, Birnen, Kohlrabi, diese Buns. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr drauf, die zu essen heute Abend. Das hier will ich jetzt unbedingt trinken, probieren. Und das war's, glaube ich, schon. Das tue ich jetzt alles erstmal in den Kühlschrank. Ah ja, ich habe vergessen, euch zu zeigen, dass ich hier auch lilane asiatische Süßkartoffeln habe. Den Tofu kennt ihr. Und ich glaube, das war's jetzt wirklich. Jetzt machen wir so ein BuzzFeed Taste Test. Oder war das BuzzFeed? Wer macht immer diese Taste Tests? So ein Sub-Dings von BuzzFeed, oder? Also, Pearl Drink Soybean with Tapioca Ball, Mung Bean Flavor. Also, die Milch schmeckt sehr gut. Ich mag halt auch diese Bohnen. Die sind oft in vietnamesischen Desserts drin, deswegen kenne ich das schon und ich mag das auch. Ist halt nicht für jeden was, weil ich glaube, die meisten würden sich so denken, Bohnen und süß als Getränk oder in Desserts. Ja, ich weiß, es kann komisch sein, aber ich stehe drauf. Ich frage mich gerade nur, wo die Tapioca-Perlen sind, wahrscheinlich unten. Wir können es ja mal schütteln. Irgendwie kommen die nicht raus. Also ich habe Tapioca-Perlen erwischt und sie sind ein bisschen enttäuschend. Ich kenne Tapioca-Perlen halt von, ja, ich weiß, es ist sehr chaotisch. Ich kenne Tapioca-Perlen halt von Bubble Tea, wo man noch so drauf rumkauen kann. Und die sind halt groß, relativ groß und man kann halt drauf rumkauen. Die sind ziemlich klein und halt weich. Und für mich fühlt es sich eher an wie Jelly und nicht wie Tapioca-Perlen. Nichtsdestotrotz ist die Milch lecker. Und ich stehe drauf, es ist halt eher Tapioca-Jelly und nicht Tapioca-Balls. Naja, auch gut. Was habe ich mir gemacht? Also ich habe mir gestern Zucchini, Brokkoli und Tomaten in den Ofen getan, mit Öl und Gewürzen halt. Dann habe ich hier Gnocchi und das ist so eine selbstgemachte, ich weiß, es sieht ein bisschen ekelhaft aus, selbstgemachte Tomatensauce. Ich habe da körnigen Frischkäse noch dazu gemischt, weil wir den halt noch da hatten und ich wollte es einfach verbrauchen. Immer wenn ich koche, schmeiße ich einfach mehr oder weniger alles einfach zusammen. So, umgezogen, Laufschuhe, fertig gegessen, ein bisschen ausgeruht, beziehungsweise ein bisschen verdaut. Und bei mir dagegen ist voll die schöne Strecke zum Laufen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe vor vielleicht so 30 bis 45 Minuten und dann entspannt zurückspazieren. Also ich bin jetzt 20 Minuten gelaufen. Eigentlich 25, aber meine Uhr hat meine Herzfrequenz irgendwie nicht gescheit gemessen. Dann musste ich Pause machen, die Uhr neu starten, bla bla. Also ich bin 20 Minuten ungefähr gelaufen. 3 Kilometer. Herzfrequenz war nicht ganz 190, ich war bei 187 oder so. Und dann habe ich am Ende noch ein paar HIIT-Übungen gemacht. Also High Intensity Interval Training oder so. Ich spaziere jetzt wieder nach Hause. Dann wird geduscht, dann esse ich was und dann lass ich den Abend ausklingen. Ist relativ schön. Die Sonne geht gerade unter. In diese Richtung laufe ich, leider ohne Sonne. Und ja. So, es ist 1.18 Uhr und ja, zu diesen Zeiten gehe ich relativ spät schlafen, so gegen 2 Uhr. Und wir haben gegessen, K-Drama geschaut, ich hatte einen fetten Salat. Dann habe ich noch viel gesnackt, Pflaumen gegessen, ich hatte noch ein bisschen Haferbrei. Und ich gönne mir jetzt noch eine Gesichtsmaske. Und dann gehe ich danach wahrscheinlich schlafen. Ich bin auch schon relativ müde. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein relativ normaler Vlog von einem relativ normalen Tag. Ich war ja nur einkaufen, aber ja, was soll ich sonst machen? Und ja. Ich hatte Bock, einfach ein Video zu machen, ohne mir viel dabei zu denken. Und da eignen sich Vlogs halt ganz gut. Ich bin momentan, wie gesagt, ziemlich ideenlos. Also bis zum nächsten Video. Bleibt fit, gesund, positiv, gebt auf euch Acht und habt Spaß an allem, was ihr tut. Und bis zum nächsten Mal.